Der Rock'n'Roll-Grundschritt, in unserem Falle der genannte Six Count, ist wie folgt. Wir brauchen dazu zwei Elemente. Zum einen brauchen wir einen Rockstep oder auch Rückplatzschritt genannt. Und dann brauchen wir natürlich noch die Kicks, die typisch für den Rock'n'Roll sind. Starten wir mal mit den Kicks und da können wir auch direkt sowohl Frau als auch Mann mittanzen. Und zwar ist ein Kick im Falle des Rock'n'Roll so getanzt, dass ich vom Gefühl her erst den Oberschenkel hebe, kicke und anschließend das Bein wieder absetze. Das geht mit beiden Beinen. Was ich meine mit erst den Oberschenkel anheben und dann wieder absetzen ist, ich habe wie so bei einer Sprungfeder ein bisschen das Gefühl, dass mein Bein nach oben geht und jetzt kicke ich und das schnalzt anschließend wieder nach oben. Und beim Kick habe ich natürlich einmal kurz das Bein gestreckt, dann geht es wieder hoch und ich setze ab. Kick, 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 Kick. Also ich bin immer von den Füßen her, die stehen ungefähr nebeneinander. Ich kicke und da stelle ich dann den Fuß auch wieder hin. Und ich darf natürlich dabei, das Ganze ist ja relativ locker, auch so ein bisschen mitwippen oder bouncen nennt man das. Also so ein bisschen in die Knie gehen. Und das ist dann ein Rock'n'Roll-Kick. Unterschied, was oftmals gerne genommen wird, ist eher so der Fußballkick, nenne ich das jetzt mal. Wenn man von hinten ausholt und nach vorne kickt, also so von unten heraus kickt, das ist nicht direkt Rock'n'Roll. Das vergessen wir lieber gleich wieder, nur dass ihr den Unterschied gesehen habt. Hier, wir kicken eigentlich von oben gesehen. So vom Gefühl her würde man das von oben beschreiben. Wir brauchen also diesen Kick. Und dann brauchen wir noch den genannten Rockstep. Ein Rockstep ist ein Schritt, bei dem ich, egal jetzt welchen Fuß wir am Anfang nehmen, einen kleinen Schritt nach hinten machen und wieder einen Schritt an der Stelle. Wenn ich das seitwärts zeige, dann habe ich einen Schritt nach hinten, aber nicht riesig groß nach hinten, sondern ich bin immer noch sehr, sehr klein am anderen Fuß dran. Ist ein bisschen so die Position, wie wenn ich mir so den Schuh ausziehen wollen würde, so wie man es eigentlich nicht machen soll. So, diese Position habe ich ungefähr. Ich mache also wirklich einen ganz kleinen Schritt nach hinten und dann wieder einen am Platz. Eins, zwei. Rock, Step, Rock, Step oder auch Rück. Platz, Rück, Platz. Und das sind eben zwei Schritte. Ich benutze dazu hauptsächlich meine Knie und hier oben am Oberkörper passiert eigentlich gar nicht viel. Das passiert alles ziemlich unter meinem Körper, diese zwei Schritte. Unterschied wäre, ich mache einen Schritt nach hinten und verlagere mein komplettes Gewicht und wieder nach vorne. Ungünstig für den Rock'n'Roll, weil der ja unheimlich schnell getanzt wird, da würde ich nie im Leben hinter der Musik hinterherkommen. Also das Ganze hier klein getanzt, eins, zwei und das einfach am besten ein paar Mal wiederholen, dass wir ein Gefühl dafür haben. Das geht mit dem rechten Fuß hinten. Ich drehe mich aber einmal um. Geht natürlich auch mit dem linken Fuß nach hinten. Das heißt, der linke Fuß wäre jetzt der Rückplatz, Rückplatz. Und so kann ich hier meinen Rockstep tanzen. Und genau diese zwei Elemente verbinden wir jetzt miteinander. Den Rockstep mit den Kicks. Und dann sieht das wie folgt aus. Für die Dame. Die Frau hat hier den rechten Fuß, tanzt einen Rückplatz und anschließend einen Kick mit dem rechten und dann mit dem linken Fuß. Rückplatz, Kick, Kick. Rückplatz, Kick, Kick. Rückplatz, Kick, Kick. Ich drehe mich auch nochmal seitwärts mit dem rechten Fuß. Rückplatz, Kick, Kick. Rückplatz, Kick, Kick. Und die Frau darf auch direkt darauf achten, dass wenn sie die Kicks macht, die hier, Entschuldigung, direkt nach vorne gekickt werden, also geradeaus. Rückplatz, Kick, Kick. Rückplatz, Kick, Kick. Wenn ich das jetzt in Schlägen zähle, ich habe ja vorhin gesagt, wir tanzen den Six Count, also Rock'n'Roll den Six Count, ist das deswegen, weil wir sechs Schläge haben, die wir quasi vertanzen. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5,
6. Also ein Schritt, ein Kick, ein Abstellen. Und das sind die 6 Schläge, die wir dann tanzen. Brauchen wir später für die Musik, damit wir wissen, wie lang oder kurz wir entsprechend die Schritte tanzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Für den Mann ist das Ganze andersherum. Das heißt, der Mann startet mit dem linken Fuß und hat mit dem linken Fuß sein Rock Step. Und dann kickt er zuerst mit links und dann mit rechts. Und dann kommt wieder der Rock Step. Kick, Kick, Rock Step, Kick. Kick, Rock, Step, Kick, Kick, Rock, Step, Kick, Kick. Wie hoch die Kicks übrigens sind, das ist euch überlassen. Ich würde das immer eher ein bisschen zu tief setzen, den Kick, als versuchen hier ganz nach oben zu kicken. Ist zum einen super anstrengend, das wollen wir nicht. Und zum anderen ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht den Partner doch mal trifft und es wehtut, etwas höher. Also insofern immer hier ein gutes Mittelmaß finden, auf dass es sich gut anfühlt zu kicken. Ungefähr irgendwo da unten. Nochmal zu den Herrenschritten. Ich habe also meinen Rückplatz. Kick, Kick. Und hier seht ihr schon, ich kicke die Kicks eher so etwas diagonal zur Seite. Rückplatz, Kick, Kick. Das mache ich deswegen, weil die Frau ja nach vorne kickt. Und da die Frau ganz geradeaus kickt, wird sie dann später zwischen meine Füße kicken und ich kicke quasi immer leicht an der Dame vorbei. Noch einmal das Ganze mit links für die Männer, rückwärts geht's los. Und Rückplatz, Kick, Kick. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, Kick, stehen, Kick, stehen, Rückplatz, Kick, steh, Kick. Steh, Rückplatz, Kick, Kick, Rückplatz, Kick, Kick, Rückplatz. Wenn ihr das Ganze jetzt zusammen tanzt, dann gebt ihr euch beim Tanzen nicht wie bei einer Tanzhaltung, wie man die vielleicht aus dem Walzer oder von anderen Tänzen kennt, die Tanzhaltung, sondern ihr gebt euch einfach nur eine Hand. Und in dem Fall ist das die linke Hand des Herrn, die rechte Hand der Dame, wenn die Dame jetzt hier stehen würde. Und dann tanzt der Mann eben mit seinem linken Fuß begonnen nach hinten. Die Frau startet gegengleich mit dem rechten Fuß. Und hier habt ihr so ein bisschen Abstand, so eine untere Armlänge von beiden. Und wenn ihr hier zurückgeht, könnt ihr quasi ein bisschen nachgeben und habt dann ein bisschen mehr Platz füreinander. Rückplatz, Kick, Kick, Rückplatz, Kick, Kick. Und habt die Hand hier einfach ganz locker gefasst. Er hat am besten den Daumen drauf, sie legt die Hand so in seine hinein, er hat den Daumen drauf wie bei der Fernbedienung. Und so ist dann die Rock'n'Roll-Grundtanzhaltung für den Rock'n'Roll-Grundschritt.